Der Notarzt kommt. In der zentralen Notaufnahme der Asklepios Klinik Barmbek ist alles vorbereitet. Dr. Andrea Ehrenfeld übernimmt den Patienten. Der Mann war am Morgen nicht ansprechbar. Jo, gar nichts. Warum hat denn dann der Pflegedienst die Feuerwehr gerufen? Hatten Sie Schwierigkeiten, sich auszudrücken, was sonst nicht so ist, dass Sie anders gesprochen haben? Weil der Pflegedienst, die Kollegin hat gesagt, Sie haben etwas undeutlich gesprochen. Sie hätte Sie nicht so gut verstanden. Ist Ihnen das selbst aufgefallen? Der Mann ist aufgeregt, bringt einiges durcheinander. Also er kann es nicht so genau sagen. Er ist auch der Meinung, er hat gar keinen Pflegedienst, aber der war ja nun vor Ort, das weiß ja die Feuerwehr. Und jetzt müssen wir ein bisschen rauskriegen, was sozusagen los war. Zum Glück nur ein Schwächeanfall, der Patient erholt sich. Dr. Ehrenfeld zieht trotzdem die Neurologen zu Rate. Das merkt man am Wochenende einfach, dass dadurch, dass kein Hausarzt da ist, doch viele Leute dann einfach direkt hierher kommen. Hier darf man aber um den blauen Fleck so ein bisschen. Die Notaufnahme ist immer geöffnet. Von kleinen Wehwehchen bis zu schweren Fällen. Dr. Ehrenfeld und ihre Kollegen sind die Lotsen im Krankenhaus. Sie kümmern sich als Erste um die Patienten. Ob innere oder äußere Verletzungen, ob Internist oder Chirurg, die Notaufnahme hält viele Überraschungen bereit. Das war doch nur ein Bohrer. Wenn man in die Hand bohrt, dann bohrt man auch zum Körper. Und wenn man was anfasst und was durchbohrt, dann bohrt man natürlich in der Hand rein. Ne? Ja, auf der Seite. Hier, von der Seite, da durch. Auch der Ärzte. Also, es gibt Schlimmeres. Ne? Beim Bohrer in der Hand liegt der Fall klar. Arme halten und Augen zumachen. Haben Sie das Gefühl, dass die gleich schwer sind oder fühlt sich einer deutlich schwerer? Andrea Ehrenfeld hat es oft mit tiefer liegenden Beschwerden zu tun. Jeder Patient ein neuer, spannender Fall. Die zentrale Notaufnahme in der Asklepios Klinik Barmbek, Dreh- und Angelpunkt der Klinik, an 365 Tagen im Jahr.